So, hallo und herzlich willkommen, Leute, zu einem weiteren Freestyle-Commentary hier. Nochmal in MW3, nochmal mit der KSG. Ja, da haben sich einige beim letzten KSG-Video, was ich hochgeladen habe, ein bisschen, ja, was heißt aufgeregt, aber denen ist aufgefallen, ich mache nicht viele Kills mit der KSG, sondern vielmehr mit der Sekundärwaffe. Ja, das liegt zu 90% daran, dass ich die Gameplays einfach nur, nachdem ich sie erspielt habe, abspeichere und dann einfach nur im Videotitel reinschreibe, mit welcher Waffe ich gespielt habe und welche Streaks und was dabei rumgekommen ist. Den habe ich hier schön weggeneift. Ja, ich gucke vor dem Kommentieren auch nicht das Gameplay und während ich kommentiere, schaue ich auch nicht wirklich da rein. Also ich gucke zwar rein, aber ich achte jetzt nicht genau drauf, was ich wie mit welcher Waffe mache. Deswegen ist mir nicht aufgefallen, dass die meisten Kills nicht mit der KSG waren. Ja, dachte ich mir, guckst du mal nochmal in deinen Ordner, ob du noch eine KSG Morp hast. Und da war noch eine, zwar nicht mehr mit Schalldämpfer, aber trotzdem nice, denke ich. Also das Gameplay ist jetzt kein Mörderbrecher-Gameplay. Ist schön anzusehen. Auch hier wieder nicht alle Kills mit der KSG, sondern auch ein paar Knife-Kills. Aber ich denke mal, das sollte jetzt nicht das Problem sein, weil ich doch sehr viel mit der KSG hier rumeier. Ja, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Ja, also meine Zukunft als Kommentator wird auf jeden Fall weitergehen, weil einige mich gefragt haben, ob ich jetzt überhaupt noch weiter Videos mache. Natürlich mache ich Videos. Ich werde auch wieder so aktiv werden, wie ich damals bei YouTube angefangen habe. Also wo ich angefangen habe, Videos hochzuladen, vor über 2 Jahren. 2 Jahre ist das jetzt her, glaube ich, ich angefangen habe. Damals war es so, da war ich noch kein Partner und so. Und habe dann jeden Tag ein Video hochgeladen. Auch keine Commentaries gemacht, halt nur Gameplays mit Musik. Und ich habe wirklich jeden Tag mindestens ein Video, an manchen Tagen sogar 2 Videos gleichzeitig hochgeladen. Und ja, warum hat das aufgehört? Das lag zum Großteil daran, an der Partnerschaft. Und ja, ich wollte einfach nicht so raffgierig irgendwie rüberkommen, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn jetzt weiter hier jeden Tag Videos raushaust, dann werden die Leute irgendwann ankommen und sagen, guck mal, voll der Geldgeile irgendwie, so ein Blödsinn. Dem wollte ich eigentlich irgendwie aus dem Weg gehen, so dass es immer für mich auf jeden Fall ein Hobby bleibt. Da habe ich mir selber gesagt, okay, dann machst du halt ein bisschen weniger, dann machst du vielleicht alle 3, 4 Tage ein Video. Und ja, so ist das dann gekommen. Dann wurde aus den 3, 4 Tagen irgendwie 4, 5 Tage, 6, 7 Tage und halt wurde immer weniger. Und was ich relativ schade finde, weil, also, mir ist schon klar so, dass ich hier nicht der Überskiller Highscore Pro irgendwas bin so. Das war auch gar nicht der Grund, warum ich angefangen habe, Videos hochzuladen. Das war irgendwie so, keine Ahnung, es war eine geile Zeit und es war einfach, es hat halt gepasst. Ich habe coole Gameplays erspielt und damals, wo ich Videos hochgeladen habe, gab es nicht so viele deutsche Russia Gameplays, ist fast gar nicht, also ich kannte keinen damals, der so rumgerusht hat, weil auch die Szene sehr klein war und übersichtlich. Die meisten haben halt mehr Wert auf Commentaries gelegt. Und ich fand meine Videos, keine Ahnung, die haben so ein bisschen rausgestochen, weil halt die Musik da drin so richtig geil war. Und das ist wirklich
das, was mir am meisten Spaß macht, Gameplays mit Musik rauszuhauen, weil ich finde, es macht halt Spaß zuzugucken. Allein, also der Spaß an meinen Videos, finde ich, liegt zu 70% an der Musik, weil einfach die Musik so derbe geil ist. Und ich allein schon wegen der Musik meine eigenen Gameplays schon in- und auswendig kenne, nachdem ich sie bearbeitet habe. Das ist auf jeden Fall für mich immer noch ein Grund, meine eigenen Gameplays zwei, dreimal hintereinander zu gucken, weil halt, das passt einfach. Das ist ein bisschen was fürs Auge und halt geile Musik. Ich sehe auch meine Videos, die ich mit Musik mache, viel mehr als Musikvideo, viel weniger als ein Gaming-Video. Also ich sehe mich eher als Musikclip-Produzent und viel weniger als irgendwie Commentator. Obwohl mir das Kommentieren auch Spaß macht. So. Mittlerweile macht es mir auch Fun, weil wenn ich was zu erzählen habe, so, dann bockt es auch, wenn man vor dem Mikro steht. Ja, deswegen werde ich auf jeden Fall wieder anfangen. Ich werde versuchen, auf jeden Fall täglich ein Video zu machen. Und es wird hauptsächlich Musik sein. Tut mir leid für die Leute, die mehr so auf Commentary stehen, aber so ein Mitteilungsbedürfnis habe ich nicht, dass ich jeden Tag irgendwie euch was Sinnvolles zu erzählen habe. Und ich habe auch keinen Bock, jetzt jeden Tag ein Commentary mit Bullshit euch vorzusetzen. Deswegen mache ich lieber ein Gameplay mit Musik. Was auch ein bisschen daran liegt, dass ich halt so viel Gameplays hier schon erspielt habe. Da ist die Moab. Ja, da war sie wieder. Und ja, ich finde es halt schade, dass die Gameplays hier auf meinem Rechner vor sich hin schimmeln. Und ja, das wird immer mehr, weil ich immer mehr erspiele und immer weniger hochlade. Deswegen dachte ich mir, komm, dann machst du es halt so wie früher wieder mit Musik. Und hier so Taktikleute sind echt ein Leckerbissen für mich, weil man sie einfach super schnell orten kann und weil die sich auch von ihren Taktikeinstiegen nicht wirklich weit entfernen. Das heißt, wenn man einen Typen killt, dann hört man sofort, okay, der ist da wieder gespawnt. Läuft man schön zurück, holt ihn nochmal. Und wenn man Glück hat, hat er in der Zeit schon wieder seinen nächsten Taktikeinstieg gelegt, dass man da zwei Kills bekommt. Ja, und so kommt man schnell zum Moab. Ja, das wird auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass ich mehr Videos hochlade. Ihr könnt auf jeden Fall in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet, weil das bringt ja auch nichts, wenn ich so wie früher wieder jeden Tag ein Video bringe und kein Schwein guckt es. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch auch darüber freuen würdet. Und ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt auf Black Ops 2. Was ich allerdings vergessen habe zu sagen, weil beim letzten Dual Commentary habe ich es auch vergessen zu erwähnen. Also bei dem Typen, wo ich mir mein Spiel vorbestellt habe, der hat mir auch gesagt, dass es diesmal keinen Unterschied zwischen einer geschnittenen und ungeschnittenen Version gibt. Was mich da schon sehr verwundert hat, und ich ihm das nicht wirklich abgekauft habe. Aber da viele von euch auch dasselbe gepostet haben, gehe ich also davon aus, dass alle Versionen miteinander kompatibel sein werden, was ich auf jeden Fall richtig geil finde, weil bei Black Ops 1 war es so, dass der Zombie-Modus mit der deutschen Version einfach für den Arsch war, weil es keine Kriecher gab und weil man wirklich nur online nur mit Deutschen verbunden wurde. Und ja, nachts um 2 Uhr, dann such mal jemanden im Zombie-Modus in Deutschland nur. Deswegen hatte ich beide Versionen gehabt, weil auch Kumpels von mir die deutsche Version hatten und weil ich mit denen dann halt nicht connecten konnte.
Hatte ich beide Versionen. Bin ich auf jeden Fall froh, dass es diesmal keine Probleme geben wird. Hoffe ich zumindest. Und ja, ich kann es kaum erwarten. Ich gehe davon aus, dass ich es vielleicht am Freitag, wenn ich Glück habe, schon habe. Ansonsten spätestens am Samstag. Ja, da werde ich auf jeden Fall versuchen, direkt schon mal ein paar Videos rauszuhauen, wenn ich das Game habe. Natürlich wird es erst Zombie sein, weil das halt mein Favorite Game Game Dingsbums ist. Und ja, ich gehe auch davon aus, dass die Server wieder erst am Release geöffnet werden. So war es bei Black Ops 1, was ich auch ein paar Tage vorher hatte. Und daher denke ich nicht, dass ich euch dann ein Multiplayer-Ding raussetzen kann. Vielleicht hier aus dem eigenen Spiel, dass ich da mit einem zweiten Controller ein paar Streaks austeste und euch die Streaks kurz zeige. Ansonsten, ja, das Gameplay ist zu Ende. Die Runde haben wir verloren. Schade drum. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Schreibt eine Menge Comments. Und ja, das war's von mir. Bis demnächst. Peace out.